Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Im letzten Part sind wir in dem Turnier gegen Mai Valentine und Bennett Keefe angetreten und haben beide Kämpfe mit etwas mehr Problemen doch letztendlich ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Und ich habe am Ende des letzten Parts ja festgestellt, dass ich nicht abspeichern konnte. Mittlerweile habe ich herausgefunden, woran es lag. Das Problem ist nämlich, ich habe ab und zu Save States gesetzt und das Problem war irgendwie, dass ich, wenn ich diese Save States gesetzt habe, ohne zwischenzuspeichern hier in dem Speichermodus, dass das Spiel dann auf einmal ja das Spiel nicht mehr abspeichern konnte. Deswegen werde ich das jetzt in Zukunft so machen, dass ich jedes Mal hier zwischenspeichern werde und am Ende eines Parts immer zur Absicherung Save States machen werde, weil damit die Datei nicht verloren geht etc. Das hat mich natürlich etwas verwundert, weil jedes andere Spiel, was ich hier gespielt habe, hatte nie solche Probleme irgendwie verursacht. Also ich hatte noch nie welche Probleme und ja, deswegen hat mich das etwas verwundert, aber gut, ich habe es jetzt wie gesagt herausgefunden und infolgedessen ist nämlich noch was passiert und zwar da, im letzten Part habe ich ja gegen Mai und Bennett Keefe ein Duell bestritten. Aber das Problem war natürlich, weil ich aber wieder vom Speicherpunkt vorher zurückkehren musste, musste ich die Kämpfe neu machen und dementsprechend habe ich auch andere Karten von den beiden bekommen. Und zwar habe ich von Bennett Keefe den Feuerzombie erhalten, die ja zum Fusionieren eigentlich ganz gut ist, aber für unseren Spielverlauf auch nichts mehr taugt, weil es ist, Zombie-Karten bringen uns im Prinzip nichts mehr. Wir brauchen wirklich Drachen und Donnermonster. Man könnte natürlich einen Zombie-Drachen draus machen, aber wir haben eh schon ein paar Zombies und das ist nicht so toll. Was aber besser geworden ist, war die Karte von Mai, denn wir haben von ihr den Teufelsdrachen erhalten. Ich sag zwar, der Totenkopfvogel, den wir von ihr bekommen haben, der ist auch sehr gut, hat natürlich 1550 Angriff, ist etwas stärker wie der Teufelsdrache. Aber aus dem Vogel hätte man den flammenden Phönix machen können mit 2300 Angriff. Aus dem Teufelsdrachen wiederum können wir eine Handvoll guter Drachen machen, unter anderem den doppelköpfigen Donnerdrachen. Und wenn man das beides in Verhältnis stellt, dann ist klar, doppelköpfige Donnerdrache ist ja, wie ich immer sage, unsere Lebensversicherung im Moment. Und dementsprechend, jeder Drache, den wir kriegen können, ist wirklich eine Versicherung für uns und kommt immer ins Deck auf jeden Fall. Deswegen war ich im Nachhinein doch ganz froh, muss ich sagen, dass ich ihn bekommen habe, statt jetzt den Vogel. Den habe ich natürlich auch ins Deck gepackt und der wird uns dabei helfen, hier im Spielverlauf weiterzukommen. Gut, das wollte ich halt nur noch mal gesagt haben, nur damit ihr euch nicht wundert oder sowieso das im Moment so ist. Und es ist jetzt auch ein bisschen her seit dem letzten Mal. Ich habe im Moment halt sehr, sehr viel mit der Schule zu tun, aber das werde ich gleich noch genauer erzählen. Jetzt würde ich erstmal sagen, machen wir mal in der Story weiter. Jetzt haben wir nämlich alle vier Kämpfe quasi abgeschlossen und schauen wir mal, was jetzt passiert. Hallo Yugi, alles im grünen Bereich? Ja, und bei dir? Bei mir? Na, ich bin noch immer im Spiel. Vielleicht sehen wir uns ja im Finale. Hoffentlich, aber... Hm? Hey, was ist los, Yugi? Hierher, das ist Shadi. Was? So sieht man sich wieder, Yugi. Was machst du hier? Suchst du etwas? Ich wurde von Yugis Millenniums-Artefakt beschworen. Die Millenniums passen? Stimmt, genau. Mein eigenes Millenniums-Artefakt wollte hierher kommen. Unbedingt. Ich glaube, dass alle Millenniums-Artefakte auf diesem Turnier versammelt sind. Ja, und das sind ein paar, wie man ja aus dem Anime kennt. 7 Stück insgesamt. Ich will das Geheimnis dieser Artefakte lüften. Deshalb bin ich hier. Schade. Ich hatte einen seltsamen Traum über das Millenniums-Puzzle. Da war dieser Typ. Er war in den Puzzle eingesperrt, in einer anderen Welt. Ein seltsamer Traum. Aha, das könnte etwas mit Yami-Yugi zu tun haben, deinem Doppelgänger. Meinem Doppelgänger? Yugi, wolltest du noch nie deinen dunklen Bruder treffen? Nee, danke. Ich? Mich mit ihm treffen? Und wie soll das gehen?
Wir könnten deinen Geist mit meinem Millenniumsschlüssel öffnen, Yugi. Wenn wir tief genug in deiner Seele graben, kannst du dich vielleicht mit deinem anderen Ich treffen. Yami Yugi wurde aus der Macht des Puzzles herausgeboren. Er regt sich in dir. Oh Gott, das kann man auch falsch verstehen. Na egal, nicht weiter drüber nachdenken, einfach weitermachen. Dein Traum, vielleicht versucht er dir etwas zu sagen. Ich denke, es ist an der Zeit, sich mit ihm zu unterhalten. Ich verstehe, was du sagst. Ich werde mit ihm sprechen, wenn du mir hilfst. Okay, hier, berühre meinen Millenniumsschlüssel. Okay, dann machen wir das mal. Schließe deine Augen. Entspann dich. Öffne deinen Geist. Und da sind wir quasi wieder wie damals, wo wir Shimon und Muran quasi den Gefallen getan haben, das Puzzle zu zerstören. Das ist mein Geist. Und da sieht man ihn. Yami Yugi, auch später bekannt als Artem. Und du bist ich. Es ist das erste Mal, dass ich dich treffe. Es ist so seltsam. Ich sehe dich in deinem Geist. Wir brauchen keine Worte. Ich verstehe dich auch so. Nur indem ich dich ansehe. Du willst zurückkehren, zurück in deine eigene Welt. Ich möchte dir helfen. Was muss ich tun? Und was muss er tun? Eine Karte? Die Karte, sie ist leer. Warte, was ist das für eine Karte? Was ist das für eine Karte? Sehr mysteriös. Yugi, bist du okay? Ja. Und, hast du ihn getroffen? Das habe ich. Aber wir haben nur kurz geredet. Er sagt, dass er vor langer Zeit ein Prinz war und nun im Puzzle gefangen ist. Er sagt, er muss in seine Welt zurückkehren. Ich soll ihm dabei helfen. Aber ich weiß nicht wie. Yugi, was hast du da in deiner Hand? Hä? Sieht ein bisschen aus wie die Lokalisierungskarten aus der zweiten Staffel. Diese Karte, er hat mir diese Karte gegeben, in meinem Geist gegeben. Er sagte, mit ihr könnte ich ihn befreien und in seine eigene Welt zurückschicken. Was bedeutet das, Shadi? Ich fürchte, ich weiß es nicht. Aber es hat vermutlich etwas mit dem Millenniums-Artefakt zu tun. 6 leere Karten, ich verstehe das nicht. Wir sollten langsam zurückgehen. Warum reden wir nicht später weiter? Wir müssen noch ein paar Duelle gewinnen. Und damit beginnt es auch. Duell Nummer 1 der Finalrunde. Yugi gegen Shadi und da treffen wir direkt auf ihn. Yugi, unsere Millenniums-Artefakte haben uns in die Schlacht geführt. Es ist unsere Bestimmung zu kämpfen. Ja, unsere Bestimmung. Ich gegen den Mann mit der Klobürste auf dem Kopf. Nein, jetzt ernsthaft. Also, ich sag mal so, dieser Kampf gegen Shadi, der ist kein Maßstab. Also, ihr werdet das jetzt auch auf jeden Fall deutlich sehen. Die Karten, die er hat, die sind echt schwach. Also, ihr werdet es ja gleich sehen. Ich habe jetzt auch, wie ich ja vorhin mal kurz gesagt habe, beziehungsweise näher drauf eingehen wollte, im Moment wenig Zeit irgendwie mit Videos. Klar, ich bringe jeden zweiten Tag jetzt hier einen Part von Seven Deadly Sins raus, aber grundsätzlich habe ich einfach im Moment nicht die Zeit, hier immer Parts hochzuladen. Gerade wegen Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories hier. Ich versuche natürlich in Zukunft das wieder öfters zu machen, aber ich stecke momentan auch in einer Phase, wo es bei mir um alles geht. Weil ich schreibe nach den Ferien, ich habe jetzt quasi Osterferien, 2 Wochen. Und ich schreibe nach diesen Osterferien eine Klausur, die für mich so wichtig ist, weil wenn ich die verhaue, dann kann es sein, dass ich das Jahr wiederholen muss. Und da habe ich ehrlich gesagt wenig Lust drauf. Zumal ich einfach auch der Meinung bin, dass ich das kann. Aber dafür muss ich halt jetzt ein bisschen die Hände in die Tasche tun und auch mehr für die Schule machen. Daher kommen jetzt die Videos etwas weniger. Ich versuche natürlich nach und nach noch immer noch was zu bringen. Bei Seven Deadly Sins, da bleibt es dabei, jeden zweiten Tag ein Video. Aber bei Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, da werden es ja immer größere Abstände. Und
Ja, ich werde es natürlich zeitnah oder sobald es geht auch wieder verändern, aber noch kann ich das leider nicht versprechen. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, also ich versuche natürlich wirklich immer was zu bringen und leider klappt das nicht immer. Ihr seht es auch, by the way, jetzt bei seinen Monstern, also das ist ja wirklich Pillepalle. Das sind Karten, das haben vielleicht Rex und Weevil gehabt, also hier so deutlich schlechtere Karten, kann man sagen. Ne, wobei Rex und Weevil hatten schon etwas stärkere Karten auf jeden Fall. Ja, und Shadi ist kein Vergleich. Die Gegner, die danach kommen, die sind weitaus schlimmer. Viel, viel schlimmer. Ich guck grad nur. Ja, wir machen mal den Doublehead Dragon. Das kriege ich aber irgendwie schon hin. Und ich habe auch immer mittendrin so Probleme. Ihr kennt das vielleicht. Ihr versucht natürlich immer alles so gut wie möglich zu machen, habt dann aber den Eindruck, dass alles gegen euch ist. Das habe ich nicht nur bei den Videos oder so. Das passiert mir leider natürlich auch in der Schule. Aber auch jetzt wegen den Videos halt, weil immer habe ich das Gefühl, das war auch im letzten Part schon so, da hat was unglaublich geleckt. So ab und zu, und da hatte ich schon wieder Angst, dass die Aufnahme dadurch kaputt geht. Das ist natürlich immer auf Dauer nicht so geil, sage ich mal. Und ja, ich hoffe einfach, dass es besser wird. Ich bin aber auch froh natürlich durch YouTube, dass ich da auch ein bisschen noch mich von Gedankenschule befreien kann, auch wenn es im Moment einfach wichtige Dinge gibt, die ich erledigen muss. Und wichtig ist auch, dass wir das Duell gewonnen haben, wobei das nicht sonderlich schwierig war. Die Spinnenkrabbe, ja, das sehe ich schon vom Namen her, dass das keine sehr gute Karte ist, aber eine schlechte Karte. Tja, ich habe verloren. Hm? Da ist seine Waage und sein Schlüssel. Was zum? Mein Millenniumsschlüssel und meine Millenniumswaage. In die Karten eingesaugt. Sie wurden in die Karten gezogen. Deshalb haben sich die Millennius-Artefakte heute gegenseitig angezogen. Yugi, anscheinend hat dein Freund die Artefakte gerufen, um sie in diese Karten zu absorbieren. Ja, das kann gut möglich sein. Wie ich höre, spielst du... Entschuldigung. Wie ich höre, spielst du großartig. Weiter so. Was willst du tun? Jetzt habe ich einen Moment lang, wenn ich so mit der Stimme drin bin, Gott, ey. Ganz schön in die Stimme. Gut. Jetzt kann ich es euch ja nochmal zeigen. Gehe ich mal auf Speichern. Wie bitte? Schon wieder nicht? Das Spiel will mich wirklich veräppeln. Das Spiel will mich veräppeln. Ach nein. Oh, ich bin so doof, ne? Ich habe schon wieder diesen Fehler gemacht. Ich hab schon wieder diesen dummen Fehler gemacht. Oh Mann, ey. Leute, ey. Man merkt richtig, ey, dass ich hier mit meinen Gedanken einfach nicht bei der Sache bin. Auch jetzt bei diesen Parts irgendwie. Ach, es tut mir wirklich leid. Heißt also, ich muss quasi nach dem Part noch einmal diese zwei Kämpfe neu machen. Was jetzt, finde ich jetzt, nicht so schlimm ist, bei weitem nicht so schlimm wie bei den Kämpfen davor, weil da habe ich halt den Teufelsdrachen und so gehabt, aber ach Leute, das ist halt, weil ich jetzt wieder den Save State geladen habe, den ich da aktuell gemacht habe und ich das immer wieder vergesse. Egal, machen wir mal mit dem nächsten Kampf weiter. Duell Nummer 2 der Finalrunde, Yugi gegen Bakura. Komisch, ich wollte an diesem Turnier gar nicht teilnehmen. Der sieht ganz schön komisch aus auf jeden Fall. Richtig müde und verträumt. Aber mein Millenniumsring, er hat mich bisher getrieben. Hm? Jetzt wird er böse, jetzt wird er zu Yami Bakura. Schön dich zu sehen, Yugi. Ein bisschen sehr hoch. Es war höchstens Zeit, dass wir gezeigt haben, was wir können. Ja, und Yami Bakura ist wirklich schon mal eine große Ecke härter. Viel, viel härter. Also, das
Wenn ich Pech habe, habe ich bei dem Kampf jetzt schon schlechte Karten. Ach du meine Güte. Ich habe zumindest eine Karte, die mir hier ganz gut helfen kann, aber... Ich glaube, ich werde erstmal die Karte verdeckt legen. Jetzt bin ich zwar hilflos zum Angriff von ihm ausgeliefert, aber... Trotzdem. Toll, der legt auch eine Karte verdeckt. Jetzt ist er im Angriff hier von mir ausgeliefert. Das muss ich allerdings erstmal überlegen, was ich denn mache. Ich glaube, ich werfe mal den ganzen Ballast auf. Und greife mal mit der Schlangenbestie an. Und so wie ich ihn kenne, hat er eine Falle. Ja, war klar. Was hat er? Ah, eine Scheinfalle. Geht ja noch. Der hat eine Karte wirklich, die ist ziemlich eklig. Ich werde jetzt nämlich direkt mal was ausprobieren. Bringe ich einfach einen doppelköpfigen Donnerdrachen. So. Und was jetzt nämlich sehr wichtig ist, ich werde jetzt nämlich Umi aktivieren. Und zwar aus folgendem Grund. Es könnte jetzt nämlich sein, dass wir Umi dringend brauchen. Och nö, ist das sein verdammter Ernst? Das war das, was ich halt meinte. 3000 Verteidigung, ey, und wir haben den falschen Schutzstern dafür. Ey, na super. Na super, ey. Und der hat einfach mal auch einen doppelköpfigen Donnerdrachen. Ja, kann man mal machen, ne? Also, jetzt wird's wirklich schon echt eklig. Ach du meine Güte, jetzt muss ich halt noch einen zweiten doppelköpfigen Donnerdrachen machen mit dem anderen Schutzstern, weil das war jetzt gerade echt ein bisschen blöd in der Situation. Ach du meine Güte, ey. Flammenschwertkämpfer ist aber in dem Fall auch egal. Die dunkle Elfe, auch eine echt gute Karte, aber bringt mir leider jetzt gerade gar nichts. Der hat schon echt ein paar Karten, die sind echt krank. Aquamador auch nicht so schlecht. Und jetzt, das verstehe ich zum Beispiel bei der CPU nicht. Sobald er nämlich mit einer Karte nicht angreift oder so, legt er die automatisch in Verteidigung. Was natürlich eigentlich total dumm ist, weil man im Prinzip genau weiß, dass der jetzt quasi besiegt wird von mir. So, Kappa Bestie hat ja auch dank Umi dann einen Feldpower Bonus bekommen. Dann kill ich erstmal seinen doppelköpfigen Donnerdrachen. So, mit der Kappa Bestie mal sein Aquamadur. Heißt ihn nicht, glaube ich, im Deutschen sogar Aquamador? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, aber. Naja, gut. Mich ärgert das jetzt immer noch hier, dass ich wieder diesen selben Fehler gemacht habe, den ich ja vorhin auch schon angesprochen hatte. Und sowas muss ich eigentlich denken. Ich werde jetzt auch immer dran denken, versprochen. So, ich kann leider nicht viel machen, außer immer seine Verteidigungsmonster zu besiegen. Ja, und jetzt spekulieren gleich, dass ich halt noch einen zweiten doppelköpfigen Donnerdrachen beschwören kann. Also der hat natürlich von den hauptsächlich Verteidigungskarten, wie man sieht. Was kann ich hier machen? Ja, einen Doppelköpfigen kann ich jetzt nochmal machen. So. Jetzt come on. Lol. Lol, bin ich gerade doof. Was hab ich denn da angerichtet? Ich hab ganz vergessen. Ich bin so doof, ne? Tut mir leid. Ich einfach nicht gecheckt habe, dass das kein Dollarmonster war, sondern nur ein Drache. Und trotzdem habe ich dann auch ein Monster bekommen, was wir auch noch nicht hatten, so in dieser Form. Irgendwie cool, aber... Oh ja, 1800. Gut, dann hat er doch ein paar starke Angriffskarten. Er ist nicht dein Ernst, oder? Das ist echt nicht dein Ernst.
glaube, ich spinne, ey. Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Was mache ich jetzt? Ich will zwar ein bisschen Ballast abwerfen, aber auch nicht alles. Dann probiere ich mal was aus. Ich habe danach nur noch 8 Karten, ey. Dammit. Ist auch egal. Wobei ich kann dann... Ja gut, ich kann natürlich darauf spekulieren, dass ich jetzt immer Monster in Verteidigungsmodus lege und ihn dadurch Lebenspunkte abziehe. Ich glaube, werde ich auch so machen müssen. Damit das noch eng was wird. Und wie ihr auch seht, also ohne Umi hätten wir das Duell auch quasi schon... Könnten wir eigentlich direkt schon aufgeben. Oh, tolle Wurst. Ich mach's jetzt so, weil anders geht's nicht. Kill ich mal sein komisches Vieh, das wirklich hässlich aussieht wie sonst was. Okay, Ei des neuen Lebens, okay. Nicht so schlecht. Nein, ich habe natürlich jetzt nicht die allerbesten Karten, aber... könnte gleich zum Beispiel auch einen Trick. Nee. Weiß nicht, soll ich das mal machen? Ja, komm. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das wirklich so sinnvoll war. Also wenn er jetzt mal verdecktes Monster angreift, dann habe ich auf jeden Fall gewonnen. Aber ja, dafür muss er halt erstmal angreifen. Toll. Okay, jetzt mache ich aber keinen Fehler. So. Jetzt hole ich den doppelköpfigen Donnerdrachen raus. Und tue den jetzt in den Mond. So. Angriff auf Labyrinthmauer und weg damit. Ich habe keinen Bock mehr. So. Doch. Ich bin so... Ich habe schon gesehen, er hat einen Schutzstern gehabt. Ein Vorteil gegenüber uns, hätte ich eigentlich denken können, dass der die Labyrinthmauer hat. Okay, jetzt hat er aber sein Schicksal selbst besiegelt, indem er uns angegriffen hat. Problem ist, er hat zum Beispiel auch das Millenniumsschild, was natürlich auch eine krasse Karte ist. Da hat halt ähnlich oder genauso viel Verteidigung wie die Labyrinthmauer, aber das ist Wurst. Wir haben jetzt den Kampf gewonnen. Ja, das war ein ziemlicher Akt und das wird doch jetzt beim zweiten Mal, wenn ich das nochmal machen muss, auch ein Akt. Okay, was bekommen wir so schön? Wächter der Geheimnisse. Sagt mir jetzt auf Anhieb nichts, aber... Ich würde den Titel des Duellmeisters nicht wollen. Was in aller? Und jetzt haben wir seinen Millenniumsring. Mein Millenniumsring, er wird in eine Karte gezogen. Natürlich wird er dann wieder normal, weil der Geist, der sich ja in dem Ring befindet. Der Ring hat mich nur benutzt. Danke, Yugi. Endlich bin ich dem Millenniumsring los. Jetzt haben wir ihm den Gefallen getan. Das ist doch auch schön. Konzentration, Yugi. Denke wie ein Sieger. Und was willst du tun? Mit den Stimmverstellen ist immer so eine Sache. Ja, das klappt natürlich nach wie vor nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja. Schon gut. Dann schauen wir mal. Wächter der Geheimnisse. Ja, keine besonders gute Karte. Daher stört es mich auch nicht, dass wir die Kämpfe nochmal neu machen müssen. Gut. Da werde ich den Part hochladen und werde euch beim nächsten Part dann wieder zeigen, welche neuen Karten ich stattdessen gefarmt war. Tut mir wirklich leid nochmal, dass das jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Auch ein bisschen bedingt durch meine Schule. Dies, das, Ananas und... Ich würde mich aber freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es dann auch wieder normal zur Sache geht. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.